Video, sondern eine kurze Stellungnahme zur letzten Tour. Ja, ich war halt noch mit zwei Kollegen unterwegs und wir dachten uns so, komm, drehen wir mal Teil 3 von der Geistersiedlung. Ja, dann kam halt alles anders als gedacht, anders als geplant. Und wir wurden erwischt vom Sicherheitsdienst, beziehungsweise fast erwischt. Und ja, wir mussten halt flüchten. Ja, und bei der Flucht ist dann alles schief und ja, ich habe mir praktisch an einem Betonrohr meinen dicken Zeh gebrochen. Tja, ist halt dumm gelaufen, aber gut, ich muss das Beste draus machen und deswegen dachte ich, ein paar Szenen zusammen aus den Lost Place Abenteuern, die wir bisher hatten. Und ja, mach so ein kleines Rückblende-Video. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ja, sobald es meinem Fuß bzw. meinem Zeh besser geht, geht's natürlich auch wieder auf Tour. Und da nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Ja, mal gucken, wo es dann hingeht. Ich werde auch nochmal versuchen, einen neuen Teil 4 zu drehen. Ich kann euch halt noch nicht sagen, wann. Aber es wird noch ein Teil 4 kommen. Ja, ein Overnighter ist auch geplant. Ja, mal schauen. Mal abwarten. Aber naja, ich muss das Beste draus machen. Und deswegen für euch, tja, deswegen für euch das kleine Rückspannvideo. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Anschauen. Ja, das Haus befindet sich ziemlich abseits. Keine Nachbarn. Hier ist schon mal der Balkon, Dach komplett eingestürzt. Hier haben wir noch ein altes Kreuz. Aber ohne Namen, ohne Sterbedatum. Würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal um. Gehen wir mal nach oben. Hier haben wir einfach mal die Toilette. Oder das, was da schon übrig ist. Hier ist einfach eine komplette Decke runtergekommen. Richtig krass, Freunde. Also, Vorsicht ist geboten. Hier noch ein paar Schränke am Start. Und hier war wohl mal das alte. Oh. Hier kam einfach mal hinter mir der Schrank entgegen. Gerade nachdem ich durchgegangen bin, hat mich fast ein Schrank erschlagen. So, jetzt befinden wir uns im Inneren. Wir wissen aber noch nicht, wo wir hier sind. Im Schrank. Hier ist schon ein alter Schrank. Sieht aus wie der Aktenschrank. Wir wissen halt auch nicht, wie lange das Ding leer steht. Wir wissen aber, dass es wahrscheinlich ein längeres Video wird. Das wissen wir. Definitiv. Sieht aus wie so ein Pferdestall hier. Er ist richtig krank. Sieht's selber. Der müsste gleich wieder ausgehen, da. Der leuchtet noch. Ich hab schon direkt Verbot bekommen, da hochzugehen. So, Freunde, hier geht's noch eine Treppe hoch. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal gemeinsam an.
Alter, hier noch endlos lange Gänge. Hier in beide Seiten. Scheiße. Wir wissen halt nur, dass das was Militärisches war. Ja, lecker. Okay. Geht's auch noch weiter, aber ich hab keinen Bock fliegen zu gehen. Deswegen bleibe ich schön hier. Tja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Location findet. So, und hier haben wir mal einen kleinen Blick nach draußen. Richtig krass. Es geht in beide Richtungen richtig weit rüber. Alles auf 2 Etagen. Tja. Und leider keine Einrichtung mehr drin, außer der Schrank vorhin. Schade. Fuck, Freunde, wir müssen leise sein. Wir haben einen etwas Besuch bekommen. Moin. Alles gut. Oh, fuck. Okay, Freunde, wir können Entwarnung geben. Oh, scheiße. Ja, ist immer so ein kleiner Schock, man weiß ja nie. Der kleine Kampfzwerg ist auch wieder mit dabei. Oh, gar nicht so einfach, hier durchzukommen. Oh, voll die Birne geschossen, oder? Leute, wir sind jetzt mal hier außen hergegangen und haben ja noch so eine Art kleinen Unterschlupf gefunden. Und da hinten ist der Wohnwagen. Jetzt müssen wir gucken, weil wir haben keinen Bock, uns da durchzuschlagen, ob wir noch anders auf das Gelände kommen. Hey. Seht mal, da ist schon, sind schon die ersten Anzeichen. Eine Katzentransportbox. Wow. Das war ja mal hier ein Riesenkomplex hier. Aber halt schon alles richtig heruntergekommen. Und ich verhake mich hier andauernd in dem Draht. Hier noch alte Mülleimer. Schuhe. Und halt jede Menge Schutt. Und hier hast du halt echt diesen ekelhaften, wie soll ich das beschreiben, Verwesungsgestank. Richtig komisch. Ja, riechst du das nicht? Du hast recht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Jedenfalls in dem Ding auf jeden Fall. Boah, richtig krank, Freunde. Hast du da Tierleichen gesehen? Nee, ich hab so nichts gesehen. Aber würde mich auch nicht wundern, wenn wir hier auf irgendwie Tierkadaver stoßen. Wenn die schon hier mit 300 Katzen gehaust haben soll. Na Freunde, jetzt würden wir mal hier erstmal die Tour abbrechen. Lohnt sich nicht mehr. Nicht in der Dunkelheit. Und deswegen mache ich hier jetzt mal die Verabschiedung für euch. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, und lasst mal einen Daumen nach oben da. Da kommt auch was auf uns zu. Unten. Scheiße! Leute. Scheiße, ich seh nichts. Wir müssen echt abhauen. Da kam gerade was auf uns zu. Ich weiß nicht, was das war.
richtig krank. Ich brauche auch mal gerade die Kamera zum Leuchten. Puh. Alter. Leute. Oh, tut mir jetzt, ne? Gott, Leute. Wegen dem Bild. Aber. Boah, erstmal runterkommen. Ich wollte gerade so die Verabschiedung für euch machen. Und da sagte mein Kollege gerade, da kommt einer. Ich sehe nur auch, wie der vor mir aus dem Gebüsch kommt. Und ich hockte da gerade auf dem Boden und wollte praktisch die Verabschiedung machen. Ja, wir wohnen gerade am Eingang. Fast erwischt. Und deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist die Spülstelle. Oder war, beziehungsweise. Weil wie man sieht, nichts mehr vorhanden. Ich würde sagen, machen wir, dass wir wegkommen vom Eingang. Ja, Freunde, hier haben wir die alte Küche gefunden. Eine von, was weiß ich, wie viel. Lass mal ein bisschen was kochen hier. Genau, lass mal kochen. Was gibt's denn heute Gutes? Grünkohl. Grünkohl klingt gut. Ich liebe Grünkohl. Hier liegen noch jede Menge Klamotten. Das sind welche. Achso, da schlafen welche. Okay, wir wollen ja auch niemanden beim Schlafen stören. Deswegen. Wir sind jetzt im Treppenhaus. Richtig krass, Freunde. Das ist ein Riesending. Und das zeigen wir euch gleich auch noch mal von außen, wenn wir wieder rausgehen. Hier mal der Ausblick nach draußen. Hier gibt es anscheinend auch noch eine kleine Kapelle nebenan. Vielleicht kommen wir da auch noch rein. Mal schauen. Krass, Freunde. Wir haben die Kapelle entdeckt. Leider auch schon leergeräumt. Hier hängen mal früher so Kronleuchter. Richtig krass. Wahnsinn. Vielleicht finden wir auch nachher noch die Leichenhalle. Mal schauen. Die wird ja dann eher unten im Keller sein. So, Freunde, ich befinde mich jetzt in dem Hotel. Seht euch mal die Riesenhalle an. Wahnsinn. Richtig krass. Das ist praktisch so ein Indoor-Bereich, wo die mal gespielt haben. Ich weiß jetzt noch nicht was. Federball, Tennis, keine Ahnung. Vielleicht finde ich das noch raus. Hier, richtig geile Fensterfront. Mega geil, Leute. Und ja, geil. Schaut euch das mal an. Einfach noch die komplette Bar hier drin. Krass. Thank you.
Hier ist mal so eine gemütliche Sitzecke gewesen. Die Zimmer sind einfach mal fast komplett leergeräumt. Hier noch eine winzig kleine Dusche, Toilette. Dann hatte man hier so ein kleines Räumchen. Hier sind auch Unterlagen. Mit Telefonnummern. Und Preislisten. Hier auch wieder so ein schönes Bettgestell. Verdammt. Ein alter Röhrenfernseher am Start. Hier ist noch eine Tennisanlage. Die gehört auch mit zu dem Hotel. Und ja, jetzt gehen wir mal wieder weiter und schauen uns hier noch ein wenig um. Heute bin ich mit dem Kampfzwerg zusammen wieder auf Tour. Diesmal besuchen wir eine alte Siedlung und ja, mal schauen, was uns dort erwarten wird. Wow, schon alles ziemlich heruntergekommen hier. Das ist die Hausnummer 90. Oh Mann, wir müssen echt aufpassen, wo wir hier treten. Boah, Alter, pass auf, hier ist arschglatt. Hätte mich fast hingelegt. Ja, wir kommen hier rein. Was nur komisch ist, der Vorhang sieht noch ziemlich neu aus. Keine Ahnung, richtig komisch. Und was haben wir hier Schönes? Oh, Tabletten. Sogar noch was drin. Ich weiß halt nicht, ob man das lesen kann. Magnesium-Tabletten. Auch noch voll. Hier ist eine ganze Schublade. Nur mit Medikamenten. Alle noch voll. Sogar noch eine Spritze. Sieht aus wie eine Insulinspritze. Auch nicht schlecht. Kompressen. Das sind aber andere Glückspilzchen hier. Keine Ahnung, was das hier ist. Keine Ahnung, irgendwelche Schmerzpillen. Aber das hier so offen liegen zu lassen, ist meiner Meinung nach unverantwortlich. Weil man weiß nie, wer noch einen Weg hierhin finden sollte. Und wenn das mal ein paar Jugendliche oder Kinder sind, wäre das nicht so gut. Hier sind wir bei der Hausnummer 80. Oh, sind sie nicht zu unserer Rede kommen. Mal gucken, ob wir in Hausnummer 80 Einlass finden. Das ist hier echt wie eine Geistersiedlung. Was steht denn da? Auch nicht schlecht. Auch gut erhalten. Gesünder zu sein und schmutzig genug glücklich zu sein. Hey, der gefällt mir doch nicht. Aber auch mal wieder so eine uralte Laterne. Auch richtig schön. Alles so ziemlich urig gehalten hier. Zum größten Teil. Oh. Messi-Bude hier. Wow. Ja, aber auf dem Parkplatz.
Mhm. Oh. Boah. Stinkeschuhe, Freunde. Hier sind noch alte Schuhe. Oh, sogar hier noch so ein altes Trainingsfahrrad. Ja, kommt auch schon langsam die Decke runter. Mhm. Oh, Mann, Mann, Mann. Dings. Hier liegt Krempel rum. Eine uralte Schreibmaschine. Oh, jetzt kommen durchkommen. Die Küche. Uraltes Waffeleisen. Und da hinten noch jede Menge Geschirr. Aber lohnt sich nicht wirklich hier durch. Weil hier neigt sich auch die Decke so langsam runter. Und hier ist aber noch was Interessantes. Geländer. Ja, aber leider. Kein Erdbach? Ohne, ja. Ich glaube, am meisten sind wir. Doch. Der steht was von 2015. 2015. Ja. Dann ist das jetzt auch schon ein paar Jährchen füllen lassen. Aber da muss ich gleich nochmal rein, ein paar Fotos machen. In Haus Nummer 80. Ach, da sind ja noch mehr. Boah. Sieht schon sehr interessant aus hier, Freunde. Ja. Kurzes Licht aus. Was war? Hast du jemanden gehört? Gesehen? Shit. Sie kommen auf den Punkt. Aber irgendwas reflektiert da hinten. Es bewegt sich halt nicht, es ist fest. Ich habe da irgendeiner so gesehen, als einer an ein Zigarett gezogen hatte. Und ich habe da nicht gesehen, eben. Da hab ich, deswegen habe ich irgendwie so kurz. Deswegen habe ich auch zu viel gesagt. Vielleicht sind wir auch gar nicht alleine auf dem Gelände. Genau, das ist nämlich gerade meine Minute. Ist mir egal, solange uns nichts tut. Ich bin noch nicht alleine auf dem Gelände, aber nicht fertig. War Licht? Mhm. Ich weiß auch nicht, ob hier ein Sicherheitsdienst rumläuft. Dann verlassen wir besser das Gelände. Bevor wir da auch noch Ärger kriegen. Ja, gucken wir mal. Wir sind ja schnell hier weg. Entschuldigung, Freunde, wegen der kurzen Unterbrechung. Aber wir haben gerade festgestellt, wir sind nicht alleine. Wir wissen halt noch nicht, wer hier noch rumläuft. Und deswegen sind wir jetzt vorsichtig. Sind wir schon wieder beim nächsten Gebäude. Oh, shit. Ich glaube, hier ist... Ist, glaube ich, kein Reinkommen mehr. Oh doch. Oh Mann. Leute, hier sind noch Schuhe. Sessel. Hier gehen wir besser nicht rein. Wenn der Boden so aussieht. Aber seht selber, wir verarschen euch nicht, Leute. Hier gibt einfach mal der komplette Boden nach.
einfach nur heftig. Wo kommt das? Das ist gar nicht mal so weit weg. Das ist wahrscheinlich im nächsten Haus. Scheiße. Ja, Steisch. Ich hab Schritte gehört. Geh mal raus. Dort hin gucken. Und da kommen. Ja. Besser ist es. Ich glaube, du könntest nicht sein Ausgang finden. Aber das ist mir noch egal. Aber wir gucken, dass wir zum Ausgang kommen. Ja. Und derzeit filme ich noch ein bisschen. Boah. Viel ist nicht mehr zu sehen. Stimmt. Spiegelt sehr. Oder ist auch immer genau Sand umgeben. Aber ich würde sagen, gucken wir mal, ob wir reinkommen. Gucken, ob ich hier eine Hausnummer finde. Aber sieht eher schlecht aus. Ja, wir kommen sogar rein. Das ist ziemlich zerschlagen hier. So, jetzt sind wir wieder zurück. Kurz ist die Kamera ausgefallen. Wir haben ja sogar einen Kalender. Vom 27.12.2018. Also haben wir schon mal ein Datum. Dann stimmt das 2015 sehr wahrscheinlich nicht. Hier haben wir noch einen alten Herd. Aber wirklich einen uralten Herd. Also Pizza-Papier. Pizzaofen haben wir auch noch am Start. Badezimmer. Ein Badezimmer oder beziehungsweise Badezimmer. Was davon übrig ist. Hat mal wieder einer seine Wut rausgelassen. Ja. Und was war schon? Ja, allgemein. Ja, das ist gut. Ich meine, die Kloschüssel ist noch heile. Und ja. Muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Ja, also ich habe zu Hause keinen Gartenzaun in meiner Wohnung. Nur mal so nebenbei. Echt komisch. Hier noch jede Menge Briefe. Also das hier war wahrscheinlich mein Kinderzimmer. So wie das aussieht. Klein geräumig. Kleiner alter Röhrenfernseher. Ein Wammelchen. Und ja, sehr klein gehalten. Cool. Okay, was gibt das da? Du bist so ein Vogel. Das schneide ich aus. Aber du bist so ein Vollhung. Naja, jetzt begeben wir uns mal wieder auf den Weg der Freiheit. Nach draußen. Erstmal wieder den ganzen Müll hier. Oh, aber immerhin viel, viel Einrichtung zu sehen. Und das ist auch echt mega interessant hier. Interessant ist es nicht. Ja. Also, ich muss schon sagen, lange keine Location mehr gehabt mit so viel Einrichtung. Willst du ein Buch lesen? Hm. Alte Lok. Richtig krass hier, was hier noch rumfliegt an Einrichtung. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen,
sehen wir uns hoffentlich bald wieder mit gesundem Fuß wieder auf Tour. Und bis dahin, bleibt froh und gesund, lebt euer Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.